Hallöchen meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Einige YouTuber sind ja bereits schon auf 4K umgestiegen und ich habe mir gedacht, ich werde es jetzt auch mal tun und deswegen habe ich mir auch eine neue Kamera besorgt und zwar die Panasonic DMC G70K. Kostet momentan auf Amazon 779 Euro und gibt es in der Kit-Variante auch nur mit Gehäuse. Da kostet sie glaube ich nur 6,99 und ja, heute gibt es auf jeden Fall ein schönes Unboxing. Ich wünsche euch viel Spaß. So schaut die Verpackung aus. Ich habe die Kamera mir in Schwarz geholt mit einem Kit-Objektiv. Gibt es auch in Silber. Dann haben wir hier ein paar Silberelemente. 4K Lumix G Vario 14 bis 42 mm Festbrennweite und so weiter. Eine Blende von 3,5 bis 5,6. Und ja, 4K, also 4K-Aufnahmen sind somit möglich. Das ist ja auch mein Ziel, euch dann 4K-Aufnahmen zu zeigen. Hier könnt ihr mal kurz pausieren. Hier seht ihr die ganzen Eigenschaftsfotos und so weiter. Wird es dann auch nochmal im Review dann geben, eine Erklärung und so weiter. Und so sieht die dann auch von vorne aus. Und ich würde sagen, wir packen das Paket jetzt mal hier aus. So, als allererstes kommt uns wie immer so ein paar Handbücher, ja, CDs und so weiter entgegen. So sieht das Ganze aus. Eine Kurzanleitung, eine Anleitung auf mehreren Sprachen und so weiter. Was haben wir denn hier? Experience und so weiter. Viel Schnickschnack. Aber das gucken wir uns einfach später nochmal genauer an oder auch nicht. So, und dann öffnen wir mal das Weitere. Dann schauen wir erstmal hier oben rein. Hier oben befindet sich ein USB-Kabel, das ist jetzt kein Micro-USB-Kabel oder sowas. Scheint was Spezifisches zu sein vom Panasonic oder sowas, also unbedingt aufbewahren. So sieht das aus, komm, stell mal scharf. Gut, dann haben wir hier einmal ein Netzkabel, ein Stromkabel. Dann kommt uns hier auch schon die Ladestation entgegen. Quatsch, der Akku. Hier seht ihr jetzt den Akku. Ja, so sieht der aus, der Akku. Dann haben wir hier noch die Ladestation. Die sieht ja recht ähnlich aus wie bei der Canon. Gefällt mir wirklich sehr gut. Einfach reinlegen und so weiter. Und ja, dann gibt es hier nochmal ein Trageriemen, Lumix G und so weiter. Packen wir schnell mal aus, was soll's. Machen wir es nochmal ein bisschen spannend. Und ja, so sieht das aus. Ja, passt eigentlich soweit. Und wie ein Trageriemen. Und dann kommen wir auch schon zur Kamera, beziehungsweise ich hole jetzt erstmal das Objektiv hier raus. Da haben wir hier einmal eine Gegenlichtblende, glaube ich, so heißt das. Ich korrigiere das nochmal. So sieht es aus. Dann haben wir hier einmal das Objektiv. Also es ist wirklich sehr niedlich im Vergleich zu der Canon. Es ist wirklich sehr klein, muss ich sagen. Hier vorne haben wir einmal Lumix stehen. So sieht es dann auch von der Seite aus. Haben wir hier noch irgendwelche Beschriftungen. Ja, 14-42 HD und so weiter. Also nicht irritieren lassen. Das Ding kann auf jeden Fall 4K. So sieht es dann auch aus. Ja, schick. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Kamera an, den Body, das Gehäuse und so weiter. Und ja, ich bin gespannt. Was mir auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, die Kamera ist wirklich sehr leicht. Ups, ich habe sie mir in Silber geholt. Sorry, Leute. Ja, auf jeden Fall ist die Kamera wirklich sehr, sehr leicht. Von der Verarbeitung her kann ich nicht meckern. Klar, wir haben hier Plastik. Die Kamera kostet ja immerhin nur 799 Euro in Anführungsstrichen. Für das, dass er aber 4K kann, ist es natürlich auch günstig. Und so, ja, so sieht die Kamera aus. Also wir haben hier ganz normale, also ein Touchscreen haben wir hier, 270 Grad. Schwenkbar, drehbar und so weiter, ein paar Knöpfe, ISO-Wert, Quick-Menü, Display und so weiter, ein paar Einstellrädchen haben wir hier oben, hier auch für 4K und so, ich gehe mal näher ran. So, hier seht ihr jetzt nochmal die ganzen Rädchen von oben und hier haben wir auch nochmal ein paar Programmauswahl-Geschichten, Szene, Porträt und so weiter. Dann hier nochmal ein Rädchen, ein Aufnahmeknopf, hier nochmal ein Rädchen, Auslöser und so weiter. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Dann haben wir hier einmal
das Akkufach und hier kommt auch die SD-Karte rein. Bei der Canon ist der SD-Karten-Slot auf der Seite. Ich bin gespannt, ob ich damit klarkomme. Dann haben wir hier nochmal ein Stativgewinde. Und ja, das war's von dem Gehäuse, sage ich jetzt mal. Es wird auf jeden Fall nochmal ein Review geben von dem Teil. Ich mache jetzt hier erstmal das Objektiv dran. So, wie immer müsst ihr dann darauf achten, dass Rot auf Rot oder Weiß auf Weiß bei der Canon und so weiter. Und dann drehen wir das einmal so rum. Ich hoffe, das macht jetzt einmal Klacks. Jawohl, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht gehört. Ja, so sieht die Kamera aus. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und ich bin gespannt, wie die 4K-Aufnahmen sind. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet für die Kamera ist, dass ihr euch eine dementsprechende SD-Karte euch besorgt. Class 10 U3 und so weiter. Achtet bitte hier auf das Symbol. Ganz, ganz wichtig, hier seht ihr jetzt mal die SD-Karte, die ich jetzt besorgt habe. Links in der Videobeschreibung, auch zur Kamera. Und ich habe jetzt die Kamera soweit mal fertig installiert. So sieht sie von vorne aus. Also was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass sie ziemlich leicht ist und sehr kompakt ist. Also im Verhältnis zu der Canon EOS 700D ist die wirklich klein, muss ich ja sagen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal hier die ganzen Anschlüsse durch. Ich habe jetzt hier gesehen, es gibt hier einen Mini-HDMI-Anschluss, dann nochmal ein AV-Out-Digital und ein Remote-Port. Dann haben wir hier auf der Seite nochmal ein Mikrofon-Anschluss für ein externes Mikrofon, für ein Lavalier-Mikrofon oder Richtmikrofon, was man dann hier auf diesen Zubehörschuh montieren kann. Dann hat die Kamera auch einen Blitz. Ich habe gehört, dass der Blitz hier nicht so besonders sein soll. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal die Kamera und ich zeige euch mal, wie das Ganze hier so aussieht. Ja, please select the language und so weiter. Machen wir das doch gleich hier mal. Machen wir mal auf Deutsch. Bitte Uhr einstellen. Komm, das machen wir jetzt hier auch nochmal. Tja, Uhrzeit, wie haben wir denn überhaupt? Wir haben 23.34 Uhr. Na gut, okay, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier einstellen können. Also hier an dem Rädchen können wir auf jeden Fall da schon mal rüberspringen. Hier auch. Okay, wo stellen wir das jetzt ein? Hier oder was? Ah, so, machen wir das mal. 23 Uhr. So, sehr schön. Einstellen. Die Einstellung der Uhr ist abgeschlossen. Okay, was kommt jetzt? Nichts oder was? Einstellung. Bitte Ursprungsort einstellen. Ja, das passt. Einstellen, Berlin. So, jetzt sagt er hier keine Speicherkarte. Ich würde sagen, wir fügen dem mal eine Speicherkarte hinzu. Beziehungsweise so sieht es hier auch aus. Und was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Anzeige wirklich sehr flüssig ist und sehr schnell reagiert und so weiter. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und vom Blickwinkel her ist das Display hier wirklich nicht schlecht. Und okay, wir haben hier eine extrem spielende Oberfläche und so weiter bei Sonnenanstrahlung. Ich werde mir da, denke ich, auf jeden Fall noch so eine Folie holen, wo da ein bisschen entgegenwirkt. Ja, hier oben haben wir auch schon 4K stehen und so weiter, 50p. Und ich würde sagen, ich stecke jetzt mal hier eine Karte ein. So, ich habe mir ja die, wie heißt sie denn, Transcend oder End oder wie auch immer, 64 GB geholt. Ich denke, das reicht auch fürs allererste. Und dann schieben wir das mal hier rein. Okay. So. Und haben wir hier auch eine Anzeige? Nö, ich sehe jetzt hier nichts. Ja, das war es jetzt auch hier von der Einrichtung her. Was wollte ich euch noch zeigen? Also hier haben wir auch einen kleinen Lautsprecher verbaut. Ein paar gummierte Oberflächen haben wir hier für einen super Halt und so weiter. Und die Kamera ist wirklich super, super leicht. Ja, ich werde das Ding auf jeden Fall nochmal testen. Es wird auf jeden Fall nochmal ein Review geben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da. Würde uns sehr freuen. Und ich bin jetzt mal raus. Ich werde jetzt hier mal ein paar Aufnahmen machen. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.